Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Suikoden. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass wir uns also jetzt zu den Zwergen begeben sollen, damit wir diesen Brennspiegel irgendwie davor nicht mehr vollständig lassen. Sprachgulasch, schon am Anfang, super. Dass sie den Brennspiegel nicht mehr aufbauen können. Doch vorher werden wir erstmal einiges hier mal hier auskundschaften. Ich habe schon zwei, drei Charaktere festgestellt, die ich hier noch nicht geholt habe, die ich noch holen kann. Aber keine Sorge, das passiert alles noch. Jetzt gehen wir aber erstmal hier den Zwergenpfad entlang, denn hier müssen wir ja lang, um zum Zwergendorf zu kommen. Wer hätte es gedacht? Naja, egal. Oh ja. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal erstmal die Kämpfe angehen. Mal wieder hier den Meister-Lehrer-Angriff. Den Talisman-Angriff, angreifen und Valeria steht natürlich dummerweise hinten. Sie hat die Falkenrune, sehr wichtig. Die hat eine sehr gute Eigenschaft. Diese gute Falkenrune. Denn sie macht gut Schaden. Aber dafür hat sie hinterher, glaube ich, ein schlechtes Zielvermögen. So, na, das ist doch mal Schaden, wie man ihn leibt und lebt, oder? Naja. Ich denke mal eins, ja genau, ein Wildschwein ist kaputt. Jawohl, schön ausgewichen, Gremio und der Held. Super. Und wir machen ganz normal weiter. Ich werde Valeria in dem nächsten, Kampf dann umstellen. Da wird Gremio nach hinten gehen, damit Valeria auch zuschlagen kann. So, der Zwerg ist auch weg. Nur noch die beiden Wildschweine, die uns hier im Weg stehen. Eins ist noch da und das haut jetzt erstmal Tier ein bisschen von den Socken. Ja, das Todeswildschwein. Naja, merkwürdige Bezeichnung. Nun gut, es hat sich jetzt einiges geändert. Das Spiel wird jetzt nicht mehr von der PS2 aufgenommen, sondern von der PS1. Aus dem einfachen Grund, ich habe mir eine PS1 besorgt, damit ich demnächst für euch wieder Galarians vernünftig aufnehmen kann. Sowie auch sämtliche andere Projekte, wie ActX zum Beispiel. ActX wird dann wieder einwandfrei laufen. Das sage ich euch jetzt schon. Das werde ich dann, da werdet ihr dann alles sehen und nicht immer nur solche ansatzweise Bildschirme. Hier konnte man durchgehen, glaube ich. Genau, um zu dieser Schatzkiste zu kommen. Mit einer Feder. Wunderbar. Die Feder werden wir weiterreichen und zwar, obwohl Tier kann sie selber tragen. Warum reiche ich sie dann weiter? Ist doch Bullshit. So, obwohl das Emblem, ja gut, die sind erstmal gut genug. Geben wir die Feder also weiter und zwar an... Wer könnte sie gebrauchen? Ja, Valeria, schauen wir uns das mal an. Die hat ja überhaupt nichts an Rüstung. Das ändern wir doch erstmal glatt. So, das hat sie eine Abwehr von 97. Und jetzt gehen wir erstmal hier ganz normal weiter. Ich werde auch versuchen, sämtliche Schätze noch hier einzusammeln. Oh, okay. Die Adlerlumena, die kennen wir ja noch. Oder Zuschauer von Mexican Day kennen sie. Und wir werden erstmal ganz normal weiter auf die Gegner einplästern. So, ordentlich mal Druf da. Naja, jetzt ist dieses Schaden, dieser Schaden, den wir machen, nicht mehr so übermäßig. Oh Mann. Ja, ich glaube, das Wildschwein ist weg. Und dieser Adlermann verabschiedet sich vielleicht auch schon. Ja, er verabschiedet sich und die Wildschweine hauen Pan und Tier ein bisschen aus dem Konzept. Sollte aber nicht das Problem sein. Jetzt haut Tier ganz normal zu, auch Valeria schlägt normal zu. Und jetzt sehen wir mal, dass Kai gar nicht so dieser übermächtige Mensch ist. Wow, habt ihr diesen Schaden gesehen? Der war doch mal boshaft, würde ich sagen. Die Falkenrune können wir immer weiter benutzen. Immer schön. Bam. Jawohl, beide kaputt, beide Wildschweine kaputt. Das läuft doch alles, wie wir wollen. Jawohl, ordentlich Punkte. Punkte, Punkte, Punkte sind das. Und wir kriegen wieder ordentlich Geld. Das ist erstmal das A und O hier. Dass man sich eventuell noch ein bisschen was nachkaufen kann. Oh man, ich muss noch ein bisschen Medizin verwenden. Ja, Gremio ist noch ausgerüstet mit Medizin. Das sollte erstmal reichen für diesen Dungeon. Das sollte vorerst erstmal reichen. So. Aber man findet hier ja noch was. So ist es ja nicht. Jetzt können wir hier noch lang spazieren. Und eine Karate-Uniform mitnehmen. Sehr schön, Karate-Uniform. Und zwar für... wen geben wir die? Ich glaube, die Guard-Rope ist schlechter als, die Brass-Arme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann wollen wir mal die Brass-Arme gucken, ob die... Oder die Guard-Rope.
Oh, Valeria kann sie tragen. Ja, dann sollte sie das doch glatt mal machen. Missy Brass Armor, doch das etwas schlechtere Objekt. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar Gegenstände zu verkaufen. Ein Wildschwein. Nun gut. Kleinvieh macht auch Mist. Müssen wir auch bekämpfen. Kein Problem. So. Einigen fällt auch schon vielleicht der Unterschied im Bild auf. Dass es jetzt ein bisschen weicher ist. Habe ich zumindest das Empfinden, dass es nicht mehr so scharf ist, so gestochen. Was mich eigentlich persönlich positiv stimmt, was die Aufnahme angeht. Valeria ist schon Level 25. Heilige Kacke. Das heißt, da muss man ordentlich erstmal noch nachleveln. Oh, eine Schatzkiste. Die kann man ja definitiv mitnehmen. Meine Jüde. Min Jüde. Immer diese Jeschnoss. Unfassbar. Erstmal ordentlich Striff. So. Ich finde es immer lustig, dass sein Tier verschwindet, anstatt noch mit ihm zusammen drauf zu schlagen. Aber die Falkenrunde dürfte den Rest machen. Die nutze ich eigentlich sehr gerne. So. Die geben auch ein paar mehr Punkte als so ein Wildschwein. Oink, oink. Grunz, grunz. So. Sacrificial Buddha. Oh, ein Opfer-Jitsu. Ja, ein Opfer-Jitsu ist sozusagen eine Art Opfer für einen Charakter von uns. Wenn er stirbt, zerbricht dieser Opfer-Jitsu bzw. Sacrificial Buddha. Und er wird nochmal zum Leben erweckt. Ich weiß nur nicht, ob er mit einem Lebenspunkt oder voller Lebenspunktzahl. Boah, was ist mit meiner Stimme, mit meiner Sprache heute los? Kann ich noch irgendwann mal was aussprechen? Geht ja gar nicht. Mann, 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 Mann. Ein Killerkristall. Oh ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Den kann man nämlich entweder verticken oder verarbeiten oder eben halt in Charakteren geben. Oh, drei Zwerge, die uns auf dem Weg angreifen. Da wollen wir doch mal ein bisschen kräftiger einschlagen hier. So, 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 Kai und Tier, leg mal los. Ran ans Werk. Sehr schön. Jetzt kommt Kirkis noch mit ihrem Angriff. So. Au, au. Schön, Tier ist ausgewichen. Sehr gut. Talismanangriff trifft auch noch ordentlich auf die Nase. Und der letzte Zwerg wird noch normal angegriffen. Ich könnte die Gegner alle loslassen hier, was mich ein bisschen irritiert. Zumal ich eigentlich ordentlich Punkte für die bekomme. Naja. Verstehe ich nicht. Versteht ihr es? Dann schreibt's. Also ich nicht. So. Wir gehen aber erstmal hier diese Strickleiter hoch. Denn eine Schatzkiste hier wartet auf uns wartet. Eine Guardrobe. Hm. Kann die noch irgendwer tragen? Nein. Das heißt, die können wir verticken. Sehr, sehr schön. Bei den Zwergen werden wir die verticken, wenn wir dort ankommen. Sofern die da einen Laden haben. Ich glaube aber nicht, dass sie da rein, dass unsere Leute da reinkommen. Bei solchen kleinen Orten. Oh, drei Wildschweine. Okay. Okay. Wollen wir loslegen hier? So. Das letzte Wildschwein auch noch. Es läuft, es läuft, es läuft. Oh Mann. Bam. Und nochmal für alle, die eventuell die gleichen, ja, was heißt Zweifel, aber Skepsis haben wegen meinen vielen parallel laufenden Projekten, wie zum Beispiel der Final Messenger 13 sie geäußert hat, den ich an dieser Stelle mal grüße. Keine Sorge, ich habe alles im Überblick. Ich weiß noch ganz genau, welche Projekte noch laufen und inwiefern ich bei diesen Projekten fortgeschritten bin. Bei Chrono Trigger, wie er ja sagt, was momentan auf Eis zu liegen scheint, hat es einen anderen Hintergrund, den ich aber nochmal in einem speziellen Video darstellen werde. Denn ich habe noch etwas anderes anzukündigen, sofern ich mich mit meinen Informationsrecherchen weiter befasst habe. Zu einem gewissen Thema. Das werdet ihr aber dann auch pünktlich sehen. Keine Sorge, keine Sorge. Leute, die öfters mit mir im Skype kontaktieren, mich öfters im Skype kontaktieren, wissen auch, was es ist. Oh, ein Glücksruhenstück. Das werden wir wieder benutzen, um unseren guten Tier wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Unseren guten Lacker. So. Hier kann man durchgehen. Das habe ich damals nie gewusst. Ich habe damals immer gedacht, das ist dann hier so eine Sperre oder so, so ein Zaun. Aber war gar nicht. Naja, war ja auch egal. Hat gebracht. Hat auf jeden Fall funktioniert. So. Und wir greifen ganz normal weiter an. Ich finde, dass diese Gruppe mit Kai und Tier momentan relativ gut ausgerüstet ist. Wie ich finde. Und zack. Ordentlich drauf. Ja, Suikoden 1 ist, glaube ich, so der erste Teil von den ganzen Suikoden-Reihe gewesen, den ich
ohne Probleme durchspielen konnte. Mit allen 108 Charakteren des Schicksals. Oder 108 Sternen. So, beim zweiten Teil war es schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber das werde ich dann zur gegebenen Zeit erwähnen. So, das ist ja nicht das Problem hier. Wir werden erstmal diesen Adlermann weghauen. Und den Zwerg machen Gremio und Pan fertig. Pan wird auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang bei uns in der Gruppe bleiben. Das hat schon seine Bewandtnis, warum ich das tue. So. Bam. Und jetzt, okay. Die beiden sind ein bisschen schneller und der Zwerg kriegt noch auf die Nase dafür. Und nochmal ordentlich Schaden hier. Jetzt die Allfalkenrune. Macht ordentlich Schaden, wie ich finde. Und nennt die Abwehr, glaube ich, sinkt, wenn sie die verwendet. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich da nochmal komplett reinfinden. So. Zack. Und zack. Denn diese Spielserie wird von vielen Leuten zu sehr unterschätzt, wie ich finde. Also Suikoden ist für mich eine der lustigsten oder für mich eines der besten Rollenspiel... eine der besten Rollenspielgeschichten, die ich seit langem gesehen habe. Es gibt für mich kaum eine bessere. Weil vor allem diese ganzen Teile zusammenhängen. Zumindest, sag ich mal, 1 bis 3 und 4 ist wieder so ein kleiner Spin-off. Und bei 5 trifft man auch einige Leute wieder, die, von denen man sich mal gefragt hat, was ist eigentlich mit denen passiert. Das finde ich eigentlich ist ein sehr interessantes Thema. Und von daher ist dieses Spiel normalerweise, muss es in jeden Schrank eines RPG-Liebers oder Liebhabers. Oh. Was? Zwergen engst dir nicht. Halten die Heilung für diese Krankheit als Geheimnis fest. Aber Kurobimi gibt niemals auf. Okay. Dieser Kobold. Du! Ich werde euch nicht vergeben. Aber Kurobimi ist jetzt beschäftigt. Oh mein Gott. Merkwürdiger Typ. Naja. Kurobimi werden wir noch treffen. Habt ihr ja gesehen. Er scheint wohl ein Charakter der Story-Basierung zu sein. Und ein Speicherkristall. Immer wieder was Feines. So, werden wir uns erstmal hier verewigen in dem Stein. Zack. Und wir gehen weiter. Da, 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 da. Denn wir sind schon so gut wie runter von diesem Zwergenpfad, glaube ich. Oh. Ja, das fand ich damals auch immer so, merkwürdig. Sag ich mal, dass in diesen Spielen so selten auch mal das Areal gewechselt wurde. Oder auch der Kampfbildschirm. Diesmal wiederum muss ich es gut heißen. So. Ordentlich Gegner vorbereitet. Valeria ist zu langsam. Jetzt kommt sie erst mit der Falkenrune, um den Adlermann wegzuhauen. Den Adlerkerl. So, und dieses Wildschwein ist fällig. Es sind nur noch zwei da. Valeria und Tiergleich astrein aus. Das ist immer wichtig, finde ich. Dass sie gut ausweichen. Der Rest müsste eigentlich jetzt, sag ich mal, vorbei sein, das Thema. Und nochmal, die Boar-Rune. Oder Boar-Rune von Pan. Die hätte ich nicht bei Victor ansetzen können. Ich habe da damals Mist erzählt. Denn, das ist eine Rune für Kämpfer mit Handschuhen. Beziehungsweise für Faustkämpfer. Oh, Valeria könnte dieses Fellcape überziehen. Warum nicht? Als eine bessere Abwehr. So, und da sie vorne steht, braucht sie die auch. Gut. Tja, liebe Freunde, wir sind jetzt wieder auf der Weltkarte. Und werden uns dann jetzt erstmal dort oben zu diesem komischen Steinfelsen begeben. Das scheint ja verdächtig nach einem Art Zwergendorf auszusehen. Super. Dann wollen wir doch mal. Oh je. Ich habe doch schon sofort den Weg nach oben verpasst. Naja. Da ist er nämlich sofort links. Naja. Lässt du mich mal weitergehen, bitte? Hallo, du stehst im Weg. Du sollst mich nie angucken. Du sollst weitergehen. La 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 la. Bam 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 bam. Der Spaß daran, den Weg zu blockieren, glaube ich. Oh, du meine Güte. Es ist unfassbar für Menschen, sicher hierher zu kommen. Ja, schön. Gehst du mal bitte von der Tür weg? Naja. Geh ich raus und wieder rein. Er steht da bestimmt nicht mehr davor.
Nee. Schnell, 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 schnell. So, jetzt kommen wir wieder rein. Einmal in die Gaststätte übernachten. 200 Bits pro Person. Na, geht ja noch. Naja. Ne? Jetzt haben wir 17.200 Potsch. Oder Bits. Oh Mann. Gut. Oh, der Schätzer. Sehr schön. Da können wir erstmal die sämtlichen Gegenstände schätzen lassen. Und in diesem Dorf muss man immer aufpassen, dass man hingeht und auch den Ort richtig, die Leute richtig ansprechen. Wir Zwerge sind stolz auf unsere große Mine. Ihr könnt sie einfach. Hier könnt ihr nördlich von ihr auffinden. Okay. Wie wird unsere wunderbare Rüstung wohl an Menschen aussehen? Hey, das haben die Elfen schon gesagt. Aber wir werden jetzt erstmal Gegenstände schätzen lassen, nämlich dieses Gemälde, was wir gefunden haben. Und ein Graffiti. Ja, super. Das bringt uns natürlich mal überhaupt kein Geld. Naja. Wir haben ja genug Sachen, die wir verkaufen können. Die Guard Rope können wir verkaufen, die war ja überflüssig. Die Brass Armor konnten wir verkaufen. Den Opfer Sacrificial Buddha können wir nicht verkaufen. Oh mein Gott. Zu wenig wert, wo? Gut, dann werden wir hingehen und jetzt noch den Killerkristall verkaufen, denn der bringt uns nichts. Es ist nur die Möglichkeit, dass er Gegner sofort tötet. So. Das war mir wieder so klar. Das war mir so klar. Eine Lederrüstung für unsere gute Valeria erstmal. Nee. Ich mache es nicht so wie andere Let's Player, die sagen, was ich kaufe, weil ich möchte schon, dass ihr seht, wie es eben halt läuft mit der Ausrüstung. Das gehört auf jeden Fall dazu. Weil ich kann viel erzählen und in Wirklichkeit mache ich es nicht so. Ja. Die Halbhelme. Viel wichtiger. So. Kirkis und für Kai auch noch optimal. Dann haben wir gleich erstmal alle mit den Helmen ausgerüstet. So. Oh, sie hat noch gar keinen Helm auf. Das sollte dann auf jeden Fall gehen. Hat werden. So, Halbhelm noch für Kirkis, für Kai. Ach du meine Güte, der ist auch nicht ausgerüstet. Mann, 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 ey. Da geht ja gar nicht. Hm. Den habe ich komplett vergessen. Ja, das liegt auch daran, dass der mal hinten steht. Na gut, kriege ich jetzt kein Geld mehr für Dingen zusammen. Oh doch. Ja, kriege ich noch zusammen. Wenn ich Glück habe. Nee, kriege ich nicht zusammen. Ja gut. Muss ich halt hinterher ein bisschen was tun. Dafür. Ich werde noch den Halbhelm für Gremio kaufen. Und erstmal mich noch hier ein bisschen umschauen. Eine Windmühle. Naja, wie die betrieben wird, ist mir eigentlich peng. So. Wir werden uns mal auf den Weg machen zu diesem großen Haus hier. Denn hier wird bestimmt der Obermotz wohnen. Obwohl, wir gehen mal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas. So, nee, hier ist niemand. Ein bisschen weiter rumsuchen hier. Hier ist auch niemand. Ich habe das Gefühl, dass ich jemanden hier übersehen habe. Dass es hier noch jemanden gibt. Und, nein, hier auch nicht. Irgendwo müsste hier eigentlich noch jemand rumrennen. Ah, hier, genau hier. Mhm, ja, ja, der Schmied. So. Na? Mies, hm? Mars, hä? Okay, wenn Mars denkt, ihr seid okay, dann seid ihr okay. Ich werde euch behelfen. Passt, lasst mich auf eure Waffen aufpassen. Aber wir werden ihn rekrutieren. Alles klar, ich werde dem Chief Bescheid sagen, Chef der Zwerge Bescheid sagen, dass ich für eine Weile verschwinde. Danach werde ich zum Befreiungsschloss gehen. Ja, Mies ist beigetreten. Sehr schön. Wir haben unseren nächsten Schmied, der uns dann die Waffe ein bisschen weiter schmieden kann. Wir wissen ja, Zwerge sind dafür bekannt, dass sie sehr gut Schmiede sind. Und wir werden uns dann auch noch ein bisschen Geld besorgen, damit wir unseren guten Pan und alle anderen mit Waffen-Upgrades versehen können. Ist er nicht, der will schon wieder nicht da weg. Das gibt's doch nicht. Ja doch, jetzt ist er weg. Mann, 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 also diese Leute sind schon ein bisschen lästig hier. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zum Dorf Schulze. Da, 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 da. So, brrr, ping. Einmal hier rein. So. Ja, das scheint ja auch wirklich zu sein. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Zwerge, die hier so im Dorf rumlaufen. Sprechen wir ihn mal an. Okay. Nun, welch unüblichen Besucher. Menschen und Elfen, Hand in Hand. Was bringt euch zu den Zwergminen?
Chef der Zwerge, wir kommen, um euch um einen Gefallen zu bitten. Ein stolzer Elf fragt einen niedrigen Zwerg um einen Gefallen? Chief, habt ihr jemals vom Brennspiegel gehört? Natürlich habe ich das. Es ist einer von unseren Schätzen. Quanda Rossmann hat die Finger an die Blaupause bekommen. Und er plant, den Wald niederzubrennen. Haha, das ist sehr lustig. Ich hoffe, dass alle Elfen getötet werden. Hoho, sehr netter Typ, muss man sagen. Was für eine... Wie können Sie nur sowas sagen? Außerdem erwartet ihr, dass ich einem ekelhaften Menschen wirklich sowas glaube, dass er es geschafft hat, eine Blaupause von uns zu stehlen? Es ist wahr. Ein Bekannter mit Namen Cage hat die Blaupause gestohlen. Cage? Den kennen wir doch, oder? Naja, egal. Hoho, ihr müsst so eine menschliche Kompetenz beweisen. Ihr sagt, ein Mensch kann in unsere Mine einbrechen? Versucht es dann. Werden wir gleich versuchen. Ja, wir werden es versuchen. Hohoho, welch Spaß. Dann versucht mal die, Fließend Wasserwurzel aus unserer Mine zu stehlen. Wenn ihr das schafft, werde ich eure Geschichte glauben. Unsere Mine ist nördlich von diesem Dorf. Es war viel zu groß, um die hier aufzubauen. Hoho. Ja, wir haben also unser nächstes Ziel bekommen. Und dort werden wir auch als nächstes hingehen. Dennoch, muss ich sagen, werde ich dann erstmal jetzt das Dorf verlassen. Um etwas anderes zu machen. So. Und wir sind wieder auf der Weltkarte. Und wir werden uns im nächsten Part mit ein bisschen anderen Statuten wiedersehen. Oder Statuswerten. Bis dahin sprach der Raven dann immer mehr.